Hey Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ender Games, Leute. Ja, heute mal wieder auf dem gomade.net Server. Heute spielen wir jetzt einfach mal eine Runde Ender Games. Ja, Leute, ihr seht das jetzt am Donnerstag und ja, ich würde einfach mal sagen, gleich geht die Runde los. Ich laufe schon mal jetzt in die Mitte. Vielleicht bekommen wir was Geiles und mal schauen. Okay, immerhin bisschen was. So, schnell abhauen, Leute. Ich habe das Kit Känguru, ich finde das einfach so geil, das Kit. Weil man einfach so schnell rumspringen kann. Klar kriegt man auch davon Schaden, aber in der Schutzzeit lohnt sich das. Mega nice, drei Eisen. Ja, man kann schnell einfach zu den Kisten hüpfen. Hier ist noch ein Zaubertisch, brauchen wir aber jetzt nicht. Ich würde einfach mal sagen, erstmal Kisten looten und dann schnell irgendwie ab in den Wald oder so. Okay, die Diamanten habe ich zum Glück bekommen. Goldapfel hätte ich auch gebraucht, aber egal. Diamanten brauche ich ja für ein Diamantschwert oder so. Aber Leute, ich weiß nicht, ob ich ein Diamantschwert eher mache soll, dann eher ein Eisenschwert, aber. Klar, ich könnte die Diamanten noch aufsparen, vielleicht für irgendwelche Rüstungsteile später einfach noch. Lohnt sich eigentlich noch ein bisschen mehr, weil ja, Rüstung ist halt auch ganz wichtig. Ich würde einfach mal sagen, okay, ist schon Weltende. Hier einfach mal einen Baum abfällen und dann einfach schnell mal ein Schwert craften, Leute. Ja, soll jetzt mal eine kleine Runde Ender Games werden. Das Texture Pack ist das Crafting Farbo. Das möchte ich auch mal sagen. Ist ein cooles Texture Pack, habe ich. Spiele ich auch sehr gerne damit, also ich habe sehr viele Texture Packs. Ich habe jetzt einfach ein Diamantschwert gemacht. Ist jetzt auch egal. Ich brauche auf jeden Fall jetzt hier noch, damit ich sehe, wie viele Blöcke der nächste Spieler entfernt ist. Hier sind sogar auch mal zwei Kisten, die können wir auch mal schnell looten. Drei Diamanten, ein Goldapfel sogar jetzt noch. Ja, Diamanten finden wir auf jeden Fall haufenweise, also sollte kein Problem sein. Ich würde aber schon mal sagen, dass ich schon mal Rüstung machen soll, oder? Also ich würde einfach mal sagen, gehen wir nochmal. Ne, warte, Werkbank habe ich ja abgebaut. Machen wir einfach mal so. Boah, Leute, lohnt sich gerade. Gerade jetzt einfach mal so. Hier ist ein Pfeil drin und ein Bogen. Oder 12 Pfeile, ein Bogen. Der haut ab, oder? Das ist jetzt. Ja, es ist immerhin Delfin. Ja, das wird dann mit dem Bogen wird dann nicht viel bringen, Leute. Ich muss ihn außen Wasser locken. Er will mich aber, glaube ich, ins Wasser locken. Okay, er kommt. Oh mein Gott, Leute, was war das? Einfach mal so mit dem Bogen abgesnipert. Ja, da kann ich jetzt nichts für, wenn er keine Leben hatte mehr. Also kann ich jetzt nichts machen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er auf einmal so getauscht wird, Leute. Weil ein Tausch erfolgt da nicht so oft. Naja, okay, doch, eigentlich schon, aber hätte ich jetzt nicht erwartet, ne? Also man erwartet das ja nicht. Hier sind so viele Spieler in der Nähe. Hier könnte ich mal. Hier sind drei, vier Spieler auf einem. Jetzt kommt ja noch ein anderer. Oh mein Gott, Leute. Was war das denn? Auf einmal, Leute, hier waren so, glaube ich, vier Spieler waren jetzt auf einer Stelle. Es war mega krass, Leute. Einer ist tot, Leute. Noch einer ist tot. Noch einer. Krass, wie viele Leute einfach tot sind. Warte mal, ich muss schauen, wo der nächste Spieler ist. Nicht, dass der auf einmal jetzt hier um die Ecke kommt. Okay, 100 Blöcke. Ich will jetzt noch einen Typ töten. Hier sind noch zwei Premium-Spieler drin, glaube ich. Ja, einfach mal. Alter, ich komme ja nicht hoch. Ach so. Einfach mal wieder eine Runde Ender Games, Leute. Leute, ich habe mir bald vor, auch ein Mikrofon zu holen, Leute. Also, Leute, welches Mikrofon soll ich holen? Ich hätte sehr gerne das Rode, aber das kostet einfach viel zu viel. Ich hätte einfach auch eine gute Idee, das Auna Mic 900B. Das hat auch Darkosep zum Beispiel. Oh mein Gott, hier liegt Stuff von den ganzen Leuten. Da hole ich mir gleich mal was. Achtung, falls jetzt hier jemand kommt. Nee. Ein Diaschwert habe ich hier auch nochmal. Vier Enderbären, Leute, damit kann man sich schon mal retten, falls hier irgendwas passieren sollte. Also eine Werkbank. Hier liegt sogar verzaubertes Diamantschwert, Leute. Schärfe 1. Das bringt sich auf jeden Fall mega. Hier liegt noch ein Diamantschwert rum, Leute. Das ist schlechter. Auch die Erfahrungspunkte könnte ich einsammeln. So. Was könnte ich craften, Leute? Ich weiß gar nicht genau.
Brauche ich nicht. Diamantschwert nehme ich mal lieber mit. Oh mein Gott. Ich habe schon gedacht, der Typ ist in der Nähe. Was ist das? Trank der Regeneration. Okay, brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ich glaube, ich weiß, wo der ist, oder? In die Richtung. Zwei Enderperlen, Leute. Könnte ich mich einfach mit dem Enderperlen zu ihnen und dann ihn irgendwie killen? Der haut ab, oder? Ich weiß gar nicht. Ich entferne mich von ihm. Okay, jetzt gehe ich wieder in die richtige Richtung. Ja, in die Richtung ist er, oder? Ja, ich glaube, in die Richtung ist er. Vielleicht beim Dorf. Oder beim... Nee, das ist kein Dorf. Das ist ja eigentlich so ein... Wie soll man sagen? Ja, so ein Tempel, sage ich jetzt mal. Ja, ist ein Tempel. Der ist wahrscheinlich hier gerade... Beim Tempel, Leute. Da gehe ich auf jeden Fall jetzt schnell hin. Der ist genau hier drin, oder? Der ist genau hier drüben. Sind beide sehr in der Nähe, Leute. Ich muss jetzt ein bisschen abhauen. Pfeile sammle ich mir ein. Jetzt haue ich ein bisschen ab. Er will mich bauspammen, er will mich bauspammen. Das ist erstmal nicht gut. Habe ich das mal getrunken hier? Jetzt wird noch der andere kommen, oder? Er wollte mich bowspammen, Leute, aber ich will, dass die Runde ein bisschen länger geht. Deswegen mache ich jetzt erstmal. Soll es eine längere Runde werden? Soll es nicht nur eine Runde werden, sondern eigentlich nur ein. Ja, eigentlich nur eine Runde. Also, ich will jetzt nicht so, keine Ahnung, 10 Runden machen oder so. Oder 5 oder was weiß ich. Eisen kann ich immer mitnehmen. Ich mache schnell Rüstung, falls der andere auch noch kommt. Okay, der Trank hat sich jetzt nicht viel gebracht, aber. Egal, Leute. Ich muss jetzt hier aufpassen, falls der Typ kommt. Er kommt immer näher, Leute. Er kommt immer näher, Leute. Oh mein Gott. Da vorne ist er. Er hat Full Deer. Leute, das, ich glaube, das wird nichts mehr mit dem Win, oder? Ich glaube nicht, dass ich mehr gewinnen kann, aber... Oh mein Gott, Leute. 5 Deers habe ich noch. Vielleicht kann ich einfach noch das machen, schnell. Wenn der jetzt kommt, ich mache jetzt Bowspam. Ja, er macht jetzt extra Bowspamme. Ja, keine Chance, Leute. Da kannst du nichts machen, Alter. Wenn der einfach mal so... Wo ist der? Der andere ist doch ganz woanders. Ja, da kann ich jetzt nichts machen, wenn der auf einmal mit einer vollen Dia-Rüstung kommt. Da kann ich nichts machen. Und ja... Machen wir noch eine Runde, oder? Ja, okay, hier ist keine Runde voll, doch. Machen wir noch schnell, komm, eine Runde. Geht ja noch. Hier, so. Ich würde einfach sagen, Leute, bis gleich. So. Hier schreiben gerade alle irgendwie was von Marcel Davies. Keine Ahnung warum, Leute. Aber Leute, gibt es Marcel Davies eigentlich in echt? Ich weiß es gar nicht genau. Weil viele sagen das immer nur, ich weiß es halt nicht zum Spaß. So Marcel Davies 1 und 1 und sowas. Also ich weiß auch jetzt, warum so viele Leute 1 und 1 hassen, weil das einfach kein guter Anbieter ist, weil viele meckern darüber und regen sich auf. Aber ich finde 1 und 1 ist jetzt nicht so, glaube ich, der schlechteste. Ich glaube, es gibt noch vielleicht schlechtere. Also ja, ich glaube schon 1 und 1, dass es nicht so gut ist. Ich glaube das den Leuten. Ich komme ja nicht aus Deutschland, ich kann das nicht sagen. Aber ich kann mir ungefähr denken, dass... 1 und 1 halt schlecht ist. Kann ich mir denken, Leute. Der Preis ist auch ein bisschen hoch. Aber ja, ich kenne viele Leute, die haben 1 und 1 und die sind einfach nicht zufrieden. Ich habe Telekom, ist eigentlich auch ganz gut. Also die österreichische Telekom, nicht deutsche Telekom. Ich bin ja Österreicher, deswegen habe ich die österreichische, ist eigentlich auch ganz gut. Glasfaser habe ich ja auch. Und ja, läuft alles. So. Ich will jetzt nicht aber in jedem Video über das reden, sondern einfach mal hier ein Schwert machen. Falls jetzt hier irgendjemand kommen sollte. Ja, ist egal, ist jetzt nur eine Just for Fun Runde, die Runde jetzt. Die letzte Runde war schon ein bisschen spannend, aber ich habe keine Chance gehabt gegen die ganzen Leute. Alleine schon, weil die Full Deer, der eine Typ Full Deer hatte.
Schnelligkeit kann ich machen. Ich bin jetzt sehr nah an den Typ dran. Er hat ein Diaschwert, Leute. Das wird was. Jawohl. Hier ist noch einer. Nein! Was habe ich denn jetzt? Nein! Was war das denn jetzt? Mann, ich wurde genau in dem Moment geportet. Nein, Leute, das kann ja nicht wahr sein. Immerhin den Kill gemacht. Ach, das habe ich gut gemacht. Mit einem Holzschwert einen Diamant-Typ getötet. Das ist halt immer so. Warte mal. Ich wurde gekillt von... Der Typ wurde auch gekillt. Leute, er hat mich getötet. Er hat auch... Der wurde auch gekillt. Alter, krass. Okay, ich bin nicht nur alleine gestorben. Es sind auch mehrere Leute gestorben. Der Typ ist dann auch noch gestorben. Krass. Ich habe schon gedacht, der killt jetzt noch mehr Leute. Aber egal. Leute, ich würde einfach mal sagen, das war's von diesem Video. Heute mal wieder eine Runde Ender Games. Und ja. Wir sehen uns dann morgen wieder. Morgen ist Freitag, Leute. Das heißt, ich bekomme eine neue Internetleitung. Da kommt morgen ein Special-Video noch. Heißt, ich werde morgen mal zeigen, wie mein Internet so läuft dann. Wie schnell es dann ist. Wenn ich die neue Leitung habe, Leute, dann... Ich hoffe, ich bekomme sie Freitag, Leute, bitte. Ich habe schon meinen Eltern gesagt, die sollen das dann machen. Und ich hoffe mal, weil sie wollen das eigentlich nicht machen, weil das einfach teurer wird noch. Weil das 32 Euro im Monat kostet und jetzt zahlen wir eigentlich nur 26 Euro und wird ein bisschen teurer und die erlauben mir das eigentlich nicht, aber ich habe denen so oft schon gesagt, ja, ich will das und es hängt jetzt nur von denen ab, Leute. Also falls es nicht Freitag wird, Leute, dann wird es wann anders kommen. Irgendwann wird es auf jeden Fall kommen. Ich habe mit meiner Mutter schon geredet, sie hat gesagt, so ja, mache ich dann. Ich hoffe, sie macht das dann und dann, ja, mein Vater sagt dazu eigentlich nichts, dem ist das eigentlich ein bisschen egal. Mein Vater benutzt nicht so viel das Internet, der hat lieber sein normales Handy und macht eigentlich fast gar nichts, der telefoniert fast nur und der macht sonst eigentlich gar nichts, der hat nur so ein normales Nokia-Handy. Meine Mutter hat aber so ein, wie heißt das, Sony-Handy, Xperia irgendwas, ist eigentlich ganz okay, aber meine Mutter ist halt schon öfter mal irgendwo im Internet, aber mein Vater eigentlich gar nicht, also mein Vater ist das egal, meine Mutter, ja... Die will das eigentlich nicht, dass es so, dass ich besseres Internet kriege, aber ich habe ihr gesagt, so ja, wenn das nicht besser wird, dann werde ich mich immer aufregen und das, ich will Livestreaming machen, Leute, weil bei einer schnelleren Internetleitung kann man einfach Livestreams auch noch machen und das ist einfach so ein großer Vorteil für YouTube, weil du dann einfach viele Abonnenten mehr machst durch Livestreams und so weiter, Leute. Stellt euch jetzt mal vor, Leute, jetzt, ich weiß eigentlich, wie krass, Leute, ihr wisst nicht, wie krass das damals war, Leute. Ich habe gelivestreamt damals auf YouTube, ne? Und dadurch habe ich Dagosept eigentlich kennengelernt. Also seht ihr, durch Streams kommen diese ganzen Abonnenten, Leute. Das ist einfach mega nice. Und Leute, hätte ich nicht gestreamt, hätte ich Dagosept heute nie kennengelernt. Ihr seht einfach, wie viel das ausmacht und ich will schon wieder streamen. Also, das wäre mega nice. Ja, sollte dann eigentlich locker funktionieren mit meiner neuen Leitung dann. Und ich würde einfach mal sagen, das war's. Und ja, ich freue mich schon auf die Streams, Leute. Ich würde einfach sagen, ciao, Leute. Yeah.